In der zweiten Forschungsphase haben wir vor allen Dingen zwei große Punkte herausgearbeitet. Das sind zum einen Teilnehmertypen, die wir entwickelt haben, und zum anderen sind es Erfolgsfaktoren. Teilnehmertypen haben wir am Ende des Tages 6 Stück herausgefunden, die unterschiedliche Teilnehmende in unterschiedlichen Kategorien abbilden und zum einen mit ihren soziodemografischen Daten, aber auch mit persönlichen Verhaltensweisen beschreiben. Das andere große Kernthema sind die Erfolgsfaktoren. Zusammengefasst kann man sagen, dass für die zweite Forschungsphase vor allen Dingen diese Themen Wissensvermittlung ganz stark im Vordergrund stehen und ein Disruptionsfaktor, der am Ende des Tages bei Teilnehmenden einen Wow-Effekt erzeugt. Erfolg ist ganz offensichtlich eine hybride Geschichte. Das heißt, es ist sowohl der Raum als auch die Menschen, die mitspielen, und die Frage, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, eine Sache, die wir heute gelernt haben, ist, wir sollten interaktiv sein, sehr konkret, und es muss Spaß machen. Was wir aus dem Projekt oder was ich speziell aus dem Projekt mitnehme, ist das Thema Interaktion, Partizipation. Da bietet sich natürlich solche digitalen Lösungen wie eine App an. Da ist natürlich ein sehr wesentlicher Punkt die sogenannten Digital Skills. Da muss ich natürlich gucken, mit welcher Zielgruppe habe ich es zu tun, und muss mir dann natürlich eine entsprechende Strategie überlegen, wie ich auch spielerisch zum Teil die Klientel meines Kunden mit solchen Technologien vertraut mache. Das zweite Thema, was wir eingebracht haben, aber auch natürlich wieder mitnehmen, ist das Thema Live Experience, die Leute irgendwie emotional abzuholen, die hat sehr stark damit zu tun, wirklich mit allen Sinnen zu arbeiten. Also sprich, nicht nur irgendwie eine PowerPoint da vorne laufen zu haben, sondern wirklich eine filmische Inszenierung, die auch mit Ton unterlegt ist oder die auch nochmal mit Augmented Reality oder Virtual Reality Effekten arbeitet. Dazu brauche ich zunächst mal eine gute Story. Die ist also viel wichtiger als die Technologie, aber die Technologie kann dann ein sehr, sehr wirkungsvolles Mittel sein, um das Erlebnis zu verstärken.